Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind im Gunners Plaza und müssen hier gegen die ganzen Gunner kämpfen. Also ich meine, wir müssen nicht, aber ich habe die jetzt einfach mal angegriffen und nun haben wir den Salat. Ist da irgendwo noch geschützt? Hä? War eben alles rot? Oh, einfrieren. Verursacht 10 Punkte Kryoschaden und 4 friert Zielen bei kritischen Treffern ein. Ich glaube, ich habe eine neue Lieblingswaffe. Nein, aber eine sehr gute. Oh, was war das eben? Ich habe da eben ein super Kampfgewehr. Waren das zwei legendäre? Was zur Hölle? Flink. 75% schnellere Bewegung beim Zielen. Oh, das könnte vielleicht meine Superknarre bald wieder ablösen. Haha, guck mal. Da liegt der Kopf rum. Was? Wenn wir das überleben wollen, sollten wir uns Deckung suchen. Wir haben hier Deckung. Wir machen hier erstmal alles lang und dann. Ne? Und dann. Ich spüre, dass uns jemand beobachtet. Toll, dass du mir in den Weg läufst, MacReady. Bleib mal stehen. Na, shit. Shit. Das war mal ein Treffer. Die bewegen sich so komisch. Ich hätte schwören können. Dass du mir im Weg rumstehst? Ja, das könnte ich auch schwören. MacReady. Mann. Begleiter, ne? Ich sag's euch. Begleiter, die taugen oft nichts. Der zum Beispiel jetzt auch wieder nicht, leider. Und das macht mich gerade so ein bisschen... So ein bisschen! Waffen sichern. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Lass mit lustig! Andy Fraser. Schieße die Kniescheibe raus. Interessiert sie gar nicht, komm. Stellt sich sogar oben aufs Geländer. Was bist du für eine? MacReady, wie wär's mal mit ein wenig Mithilfe hier? Oh, ich wollte gerade schon sagen, ich bin jetzt bestimmt wieder überladen, ne? Fiberglas. Wo haben wir es denn? Oh, die ist sehr gut. Beinverkleidet. Fiberglas-Kampfrüstung. Was habe ich denn für eine? Regeneration der Aktionspunkte wird beschleunigt. Nope. Auch wenn die ziemlich gut ist. Hier konnte man sich bestimmt gut entspannen, bevor die Hölle losbrach. MacReady, das ist gerade irrelevant. Ich hoffe, das weißt du auch. Wenn du das alles mitschleppen musst, kann ich dir zumindest was abnehmen. Psst, brauchst du was? Ich konnte gerade in dein Innerstes sehen. Es war sehr unheimlich. Ja, du kannst nicht mehr tragen, du Vogel. Der kann echt nicht viel mitnehmen, oder? Ja, komm, ich glaube, den Fat Man können wir auch hier lassen. Psst. Und? Wir stehen jetzt. Sehen wir uns mal an, was du so hast. Ja. Können wir machen. Laserpistole. Ja, das kann er nicht mehr tragen, ne? Das ist schön. Die müssen aber hier unten sein, oder? Sieht zumindest so aus, als seien die hier unten, die Gegner. Die sind auf meiner Ebene. Wer ist da? Tötet sie alle! Okay. Du hast es so gewollt.
Achso, übrigens, danke für die Empfehlung für diese eine Mod, diese Laser-Mod. Die macht die ganze Zeit. Also alle Laserwaffen hören sich dann so an. Wow, das macht überhaupt keinen Schaden. Ja, weil die wahrscheinlich zu weit weg ist. Meine Waffe hat eine geringe Reichweite. Au, nicht ins Gesicht. Meine wunderschöne Fresse. Verdammt, gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Ja, genau. Oh, die sind alle unter uns. Kann nicht sein. Telefon. Halt die Backen. Ich frage mich, wo unter uns die sein sollen. Unten drunter war nichts mehr. Da haben wir alles geklärt. Erklebe die Gefahr. Das ist bestimmt irgendwo ein Safe versteckt. Both? Where? Geschafft. Ah, where ist es? Turmsteuerung. Da war nämlich einer bei mir hier gerade. Deaktivieren. Dein letzter Fehler. Genau. Rechtschaffenen Bürgern wird kein Leid geschehen. Ja, ganz genau. Da vorne war's. Gut. Ich bin ziemlich sicher, dass wir nicht allein sind. Hörst du das? Du bist tot. Verdammt! Oh je, das zieht ganz schön rein hier. Red Skorpion. Achso, das Spritze. Ja, komm, Wahrnehmung hoch, dann treffe ich vielleicht auch ein bisschen besser. Oh. Ey. Da fliegt der Kopf ab, habt ihr das gesehen? Gib einfach auf. Sehe ich aber auch so. Ich schieße den die ganze Zeit auf den Kopf. Ich breche den halt Knochen einzeln. Boah, McCready. Verdammt, auch die zu bewegen jetzt. Da läuft hier rum wie so ein Weltmeister. Ich erledige das schnell. Nee. So wird das bei uns hier erledigt. McCready, du siehst so ein bisschen aus wie ein Gunner. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn du da langläufst. Oh, klasse. Einer ist noch hier. Irgendwas Schweres. Schrott. Sortieren nach Wert. Ne, nach Gewicht. Ist das jetzt nach Gewicht sortiert? Nicht wirklich, ne? Stahl, Öl, weg damit. Gelbe Farbe wiegt 5? Ach du Heiliger. Ja.
Warte mal, ich werf mal die weg, die nur zwei Knochen bringen. Das ist total unverhältnismäßig manchmal. Hier zum Beispiel Telefone. Die wiegen auch so viel. Du drauf hast. Du warst nur ein Rekrut. Was bist denn du für eine Pfeife? War es das jetzt? Ich glaube, wir haben es, oder? Wir haben alle Gunner getötet. Ah, Pistole Nett. Und Patronen. Geil. 5% mehr kritischen Schaden. Ich liebe Comics. Ja, ich auch. Manchmal. Ja. Was? Schade. Cool. Die Gunner einfach mal ausgelöscht hier. Ah, Schlüssel zum GNN-Aufnahmestudio. Und Cruz Holoband. Das gucken wir uns mal an. Als hätten sich die Mutanten 2 Kilometer nördlich von hier niedergelassen und den Großteil der Stadt eingenommen. Offenbar befinden sich die meisten im alten Kaufhaus Fallons. Ich habe vor ein paar Tagen einen Trupp dorthin geführt, um sie zu bekämpfen. Captain West befahl den Rückzug, als unser Trupp in einen Hinterhalt geriet. Bei unserer Rückkehr hat mich der Captain vor den Jungs zusammengefaltet und mich dann zum Gespräch unter vier Augen ins alte Aufnahmestudio zitiert. Nachdem er mich mehrere Minuten zur Sau gemacht hatte, versetzte er mich vom Streifendienst zur Wache hier im HQ. Das ist alles so verwirrend. Ich würde dem Captain nie vor der Truppe widersprechen, aber was hat er vor? Warum hat er mir den Rückzug befohlen und dann mir die Schuld gegeben? Tja, vielleicht weil du ein gutgläubiger Vollidiot bist? Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall bist du jetzt tot. Das ist aber wieder dein Problem. Hier geht's wieder raus. Na gut. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Aber wir gehen mal ganz kurz raus und sehen mal, ob es da noch was gibt. Boah, ich muss dringend zurück nach Sanctuary. Und dann, nächsten Part, wird's einen Baupart geben, Leute. Jawohl, ich hab's ja schon angekündigt. Und ihr wolltet es auch gerne sehen, so wie ich das verstanden habe. Da mache ich nämlich meine ganze Siedlung mal ein bisschen einbruchsicher. Das heißt, ich werde... Ich werde einfach Zäune hochziehen, beziehungsweise Mauern... Und werde Wachposten aufstellen und da Leute zuteilen. Denn, gut, dass ihr mir es gesagt habt, das sehe ich jetzt auch nicht so als Spoiler. Es kann passieren, dass Raider die Siedlung überfallen und alles klauen, was ich in meinen Kisten habe. Und das wäre sehr ärgerlich, weil da habe ich eine ganze Menge drin. Und da habe ich auch keinen Bock drauf. Ehrlich gesagt. Ich möchte nicht, dass mein hart erbeutetes Zeug geklaut wird. Stell euch das mal vor. Ihr habt alles... Wirklich alles, was ihr gehortet habt dort, auch die Comics etc., die Wackelpuppen, von denen es übrigens 20 gibt, nicht nur 14, so wie ich gehört habe. Und die klauen einfach mal alles. Und ihr habt nichts mehr davon. Euer hart erbeutetes Zeug ist einfach weg. Geil, ne? Super geil. Oh. Abraxa. Ich glaube, ich habe ganz viele Blechdosen von meinen Schärfen der Fallen noch dabei. Das wären vielleicht... Oh. Ah, ich war mir irgendwie klar. Haben wir Blechdosen? Vorkriegsgeld wiegt halt mal nix. Da. Das reicht immer noch nicht. Ich kann jetzt halt nichts mehr aufsammeln. Das geht mir voll auf den Nerv. Das ganze gute Zeug. Oh, Haarklammerbox. Also für sowas ist immer Platz. Daytripper. Haben die sich hier Drogen reingepfiffen oder was, bevor sie gestorben sind? Aber vielleicht sind sie auch dadurch gestorben. Ah, eine Kamera. Wie viele dieser Leute wohl hier geblieben sind, um zu berichten, als die Bomben fielen? Vielleicht schon ein paar.
Aber wer weiß, ob das eine gute Idee war. Geschafft. Hier finde ich da bestimmt noch was. Oh, Fatman. Finde ich da bestimmt noch was Gutes. Ich muss echt mal dieses Lone Ranger Perk holen. Warte mal. Ich könnte jetzt einfach mal stärker rücken, aber ganz ehrlich, das ist sau selten wirklich nützlich. Schnorrer ist vielleicht cool. Hacker. Schlossknacker. 41. Wow. Lokale Anführer habe ich. Wissenschaft. Hey, Wissenschaft. Nehmen wir das mal. Ich werde jetzt auch nicht streiten über Sinn und Sinnlosigkeit von einigen Perks. Was? Empfehlungen gerne, aber ich werde nicht skillen wie... Ne? Wie es beliebt. Ich mache das so, wie ich denke. Da sind doch gar keine... Wo sind denn die? Guck mal, die sind alle unter mir. Das hatte ich ja vorhin schon, dass ich... Die konnte man sich bestimmt gut entspannen. Bevor die Hölle losbrach. Ja, ja. Wo sind denn die Schweine? Die sind hier irgendwo noch in der Zwischenwand. Sind sie da oben? Ich verstehe das nicht. Hey. Ich glaube, das kann nicht so ganz stimmen, oder? Oder hier? Das ist hier so ziemlich der... Schalt sie aus! Captain Wes! Oh wow, ich habe keine Granaten ausgerüstet. Wer ist hier am Arsch? What? What? Oh toll, wo habe ich deinen letzten... ich mach halt mal die Power Slide. Wo habe ich denn die letzte Speicherstelle? Wahrscheinlich war es ein Autosave, weil ich habe schon ewig nicht mehr quicksaved. Okay, hier war's. Nicht schlimm. Was zum... Whee! Kann fliegen. Molly. Ich finde ja, die Wurfwaffen sind sehr, sehr stark. Eigentlich über ihre Maßen stark. Hä? Infusionsbeutel. Nö, der ist leer. Wollte ich mir erst noch hier ganz kurz die Jungs, wenn da noch welche sind. Das ist so. Durchladen! Das dauert nicht lang. Was? Okay. Au. Ich bin an ihm dran. Sich mit dem Besten an. So. Den Crit hebe ich mir übrigens auf. Den habe ich ja jetzt aufgeladen. Der kommt dann für den lieben Anführer da, für den Chef. Oh, ich könnte kotzen, das wiegt wieder so viel, ne? Datenbank, Netzwerk, Offline, Safe-Steuerung. Ah. Deaktivieren. Was ist denn hier ein Safe? Trommelwirbel bitte? Ich sehe den Safe wieder nicht. Ach. Wow. Warum kannst du nichts mehr tragen, Mensch? Es tut mir fast schon leid, das wegzuwerfen, das tolle Kampfgewehr. Mit Visier. Mit Visier schwer Kampfgewehr. Ja. Immer diese tollen Eigennamen. Das gibt gar keinen Sinn manchmal. Also, dass die so lange Namen haben. Kann ich wenigstens wieder ein bisschen aufheben. So, komme. Ach, komme. Licht aus.
Bam. Komm, ich will dich treffen. Oh, ich kriege fest. Ich find's voll gut, MacReady, wenn du mir nicht andauernd den Weg rumrennst. Das hatten wir schon mal, ne? Das ist der falsche Tag, mir blöd zu kommen. Bam. So sieht's aus. Erledigt. Haben wir. Alles sauber. Eine Mini-Nuke. Sehr schön. Captain West hat einen Safe-Schlüssel dabei. Bei dir sieht das so einfach aus. Ist es auch. Oh ne, warte mal. Heilung? Stimpak. Injektor-Munition, Kühlflüssigkeit. Ja. Machen wir, oder? Das ist ja Munition für den Kryo. Den hole ich mir nächstes Mal, glaube ich, dann. Oh, und eine kleine Waffel. Kleine Waffenwackelpuppe. Ja. Dauerhaft 25% kritischen Schaden mit ballistischen Schusswaffen. Yes. Yes, 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 yes. Hm, guck mal, da ich jetzt das Rat-Ding, das Ding, sag ich, diesen Rat-Hirsch, dieses Steak, kann ich 25 mehr tragen und das hilft mir hier wunderbar. Mensch, jetzt. Da ist ich echt hier drin eingebunkert, warum auch immer. West Holoband. Da bin ich immer gespannt. He's hacking, he's whacking, he's smacking. Alle hier 429er haben Sichtkontakt mit Feinden bei Fallons. Verstanden? Komm. Verstanden, 429er. Wie lange bis hier in Reichweite sind? Zentrale, 2 Meilen bis Reichweite. Komm. Oh nein. Verstanden, 429er. Feuer frei, wenn bereit. Verstanden, Zentrale. Melden uns sobald. Hinterhalt! Stehen unter schwerem Beschuss! 429er, sofort zum HQ zurückziehen. Verstanden? Kommen! Zentrale, wiederholen. 429er, sofort zum HQ zurückziehen. Das ist ein Befehl. Kommen. Verstanden, Zentrale. Ziehen uns zum HQ zurück. Ende. Hm. Die wollten also die Supermutanten angreifen. Haben sie nicht geschafft, das habe ich gemacht im Endeffekt. Warte mal, wir haben noch die Sonnenbrille. Seht mal, die habe ich die ganze Zeit... Aha. Habe ich ausgehabt, deswegen hatte ich auch eine Wahrnehmung weniger. Hallo? Ich kann nicht mehr reinzoomen. Okay. Ich kann nicht mehr reinzoomen, naja. Hyde Park Infiltrierung. Lieutenant Ryans Plan, die Raider im Hyde Park zu infiltrieren, zahlt sich aus. Nicht nur, dass unsere Spione uns wichtige Informationen über die Gegner dort liefern. Das Gerücht über unsere Infiltrierung hat zu einer Hexenjagd unter den Raidern geführt. Pläne für einen Angriff würden vorerst zurückgestellt. Ich habe unsere Agenten angewiesen, die Gerüchte weiter zu bestärken. Wenn wir Glück haben, erledigen wir die Raider den Job. Erledigen die Raider den Job für uns. Alles klar, cool. Ja, das waren die Gunner. Ihr Loser. Ah, nochmal eine Tür. So. Wie schön. Wallalalala. Tolle Falle, wie hätte ich die entschärfen sollen von außen, sag mal. Geht das überhaupt? Oh. Patronski. Ein Stelzboy. Ein Stelz. Ich finde das aber schön, dass man hier immer wieder Sachen findet. Ich habe mir irgendwie schon fast gedacht, dass man im Gunners Plaza noch was hat. Also eine Wackelpuppe oder sowas. Oder ein Comic.
sind ja oft sehr nette Dinge hier unterwegs. Ihr seid Kacknoobs. Achso, hier war das mit dem Granaten. Ah. Kühlmittel. Oh, da. Da ist nichts mehr. Ah. Alles zerlegt hier. Oh, hi. Das scheint schon gewesen zu sein. Oh. Eine Quantum. Aufzug? Nö, brauche ich jetzt nicht mehr. Hab ja alles. Tja, seht ihr mal. Ein Mann, beziehungsweise zwei. Einer, der was drauf hat und einer, der ein bisschen unnötig ist. Haben einfach mal hier die Gunner platt gemacht. Diese super tolle... was waren das eigentlich? Söldner-Truppe? Die Zigaretten lasse ich mal. Oh, Keramikschale. Cool. Ich hoffe mal, das hält noch ein Weilchen mit dem Steak, weil ich möchte dann noch gerne nach Sanctuary zurück. Noch mehr Patronskis. Eine Golduhr. Da geht's schon wieder raus. Alles klar. Oh, jetzt war es zu viel mit Stahl. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal in Sanctuary. Da werde ich ein bisschen was ausbauen, mir diese Freezer-Knarre holen und. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal mit Fallout 4.